Sit tight, Ben. I'm gonna get you some help. I'll be back as quick as I can. Okay. Also müssen wir jetzt erstmal Medikamente, Verbandsmaterial und Arzneimittel für Ben suchen. Okay. Oh, jetzt haben wir nur wieder... Ne, was haben wir? Hier haben wir noch 5 Schuss. Und 12 in der 38er. Oder im 38er. Okay. Damn it. There's got to be a first aid kit and some meds around here somewhere. I need to help Ben fast or he'll bleed out. Okay, aber hetzen lasse ich mich trotzdem nicht. Darf ich nicht. Jetzt komme ich hier wieder durcheinander. Feel so alone. Shannon. Lydia. I miss them so much. Ah, mit Schmackes. Broschüre über die neue Grippe und was man dagegen tun kann. Neue Krankheiten überraschen unsere Körper, doch es hat immer ein Heilmittel gegeben. Früher jedenfalls. If this isn't hell, I don't know what is. Und hinein. Gehen wir noch mal raus. Seht ihr überall hier die Klimaanlagen an den Häusern, an den Gebäuden? Herrlich. 3 im Hintergrund, eine oben, 2 vorne rechts, 6 Stück. Nee, Quatsch hier nicht. Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Mann, das geht so schnell weg, kann ich ja nicht lesen. Nee, okay. Dann schieben wir den mal vor. Ja, dann können wir jetzt auch da oben in das Fenster rein. Er futtert dann noch im Hintergrund, kommt aber zum Glück nicht hier nach vorne. Ja, wenn er aber zum Fressen hat. It's
seems that someone left a message on a recording machine. Ja, ein Radio war das, okay. Zieht die Ratte mir doch noch mal einen Energiepunkt ab? Kann nicht wahr sein. The pharmacy is on the other side of the elevator. Ein merkwürdiger Brief des Arztes, der die Krankheit im Krankenhaus untersucht hat. Seine Einschätzung lautet: Diese neue Krankheit macht uns unsterblich. So, warten wir mal, bis die hier alle ankommen und herunterstürzen. Okay, ist der Weg frei. Ja, es geht hier also weiter. Okay, dann werde ich erstmal unten den Keller weiter durchsuchen. Get out of my head. Daddy? Daddy? Do you want to play with me? These memories, these thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. Ui, haha, maximale Gesundheit erhöht. Das, what you need. Erfolg. Achievement. Hui, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Okay, wir sind fit und tatendurstig. Fit und tatendurstig und haben neue Energy.
Was steht da? Matronitz, Nitzi, Wart, kann ich gar nicht erkennen. So ohne Brille. Ja, der Randy ist ein richtiger Kletterfix. Ein richtiger Kletterfix. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ich nehme mal an, das ist ein Schacht von einem Aufzug oder so. Soll das der Aufzug hier sein? Kann man hier noch rein? Nee. Ja, die Aufzugstüren gehen immer wieder auf und zu, aber nicht richtig. Ja, das ist also der Aufzugsschacht. Okay. Ich rechne ja jedes Mal damit, dass hier aus den Hintertüren auf einmal eine Horde Zombies angerannt kommt. Ah, zwei Patronen für das Gewehr, für die Schrotflinte. So, werden wir wohl mal das Radio anschalten. In der Hoffnung, dass da ein paar Zombies kommen, dass wir die anlocken können. Oh ja. Another recorded message of this doctor. The disease suspends time. It looks like that doctor found what he was looking for. Eternity. Isn't that what we searched for? We found it. I'm waiting for the time to become one of them. I want to be one of them. This life belongs to the past. Day 24. The disease suspends time. It makes us permanent. That's the word. Down through the ages, we've looked for something like it, haven't we? The infinite man. Eternity. Isn't that what we searched for? We found it. I'm waiting for the time to become one of them. I want to be one of them. This life belongs to the past. Day 24. The disease suspends
Nuff. Okay. Verbandskasten. Medikit. Brauchen wir jetzt nicht. Noch mehr Aufzeichnungen des verrückten Arztes. Wir laden erstmal die Energie auf, dass wir ein bisschen länger hängen können. Ja, und fallen lassen sollten wir uns nicht, okay.